Larima von Laval 2, Lord Little Lion. Die von ihm in Schlickau absolvierte Hengstleistungsprüfung beendete Larima mit einem Gesamtindex von 127,28 Punkten. Das war der 5. Platz, wobei er im Rahmen des Leistungstestes von den Richtern im Freispringen mit einer 10,0 und im Parcoursspringen von den Testreitern mit der Note 9,5 beurteilt wurde. Nach vielen Erfolgen in Springprüfungen bis zur Klasse M wechselte Larima 2011 in den Beritt von Thomas Voss und konnte Platzierung in Springen bis zur Klasse M 2 Sterne erringen. Sportlich konnten sich Larimas Nachkommen hervorragend in Szene setzen. Auch die internationale Springreiterin Susanna Selinkova hat zwei Larima-Nachkommen in ihrem Stall. So Larima, ebenso hoch erfolgreich wie Le Calif D, der 2014 unter Dirk Ahlmann Zweiter im Finale der fünfjährigen Springpferde beim Landeschampionat in Elmshorn wurde. Ein weiterer hochinteressanter Nachkomme wurde auf der Hengstvorführung in Neumünster von Marten Witt vorgestellt. Die sechsjährige Larima-Tochter konnte sich bereits in Springpferdeprüfung bis zur Klasse M platzieren. Ich auch die Nachkommen des Larima auf den Auktionsplätzen, wie dieser Larima Cassini 2. Mit Larkon stellte Larima aus einem ersten Körjahrgang den Siegerhengst der Körung 2010, der perfekt den Typ des modernen Holsteiners widerspiegelt.